Hallo und willkommen zurück bei ArcheAge. Eine kleine Extra-Folge wieder mal. Und zwar, unser lieber ArcheAge Erklärbär hat mir gezeigt gehabt, unsere Aufgaben, na, wo sind sie denn nun? Die hier angezeigt werden, dass viele von diesen angezeigten, die ich hier unten auch habe, teilweise Eventaufgaben sind. Das heißt, nur wenn irgendwie die Zeit, der Zeitpunkt da ist, er meinte sogar einmal jährlich, das ist natürlich ein riesiger Zeitraum, dann ist hier eine Aufgabe, die zu finden. Ich schätze mal, entweder kriegt man Newsletter von Glyph oder man muss auf der Internetseite gucken oder wie auch immer. Gut, also das heißt, nicht jedes Aufrufezeichen ist auch eine Aufgabe. Danke hieran nochmal. Und weiterhin sagte er mir, dass, oder zeigte er durch das Video, das kannst du ja mal verlinken unten drin, dass hier Aufgaben auch im Kellerbereich sind bei Esna. Und zwar sind wir hier auf diesem, was mal, zentralen Platz, Hauptplatz, ja, war. Ist ja doch immer etwas riesig, das Ding hier. Und hier drüben, in diesem, ja, was ist das? Was ist das überhaupt für ein Laden? Gebäude, wie auch immer. General, Wache. Ist das ein Gericht oder sowas? Man weiß es nicht. Zumindest hier rein, hier waren wir auch schon mal drin gewesen. Aber natürlich die Augen nicht aufgemacht. Entschuldige bitte, ArcheAge Erklärbär. bei der Armpriscilla und so weiter. Hier waren wir ja schon mal. Sind, glaube ich, nach oben sind wir gegangen. Aber was wir nicht gesehen haben, da hinten in der Ecke gibt es einen Keller. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ob hier die Aufgaben waren, weiß ich nicht. Hier eine Tür. Die werden wir so öffnen. Und wir sehen hier die Kyrios-Eiferer. Die aber anscheinend uns nicht gerade böse gesonnen sind. Gut, dann geht es nämlich weiter runter in den Keller. Die machen hier alle irgendwelche komischen Übungen. Entweder bin ich besoffen oder ich sehe halt doppelt. Cool. Immer mehr von denen, die machen auch alle so eine komische Übung hier. Sehr gut. Und dann sind wir hier bei dem, was keinen Namen hat. Mal drauf fliegen. Aha! Haha! Kyrios-Statue ist das hier. Haha! Leichte Flackereien. Also wenn man hier rauf geht, kriegt man sogar einen kleinen Erfolg. Bei der Kyrios. Halt, muss ich doch mal hübsch machen hier. Ein hübsches Bild von Kyrios, bitte. Kyrios, der Vernichter. Oder was auch immer er gemacht hat. Keine Ahnung. Aber unter Kyrios haben wir hier ein Verlies, was wir öffnen können. Und im Verlies finden wir verrückte Archäologe, tränenüberströmter Pamphilus. Der meditiert gerade. Und der Verängstigte. Also die Fantastischen Vier. Okay, wunderbar. Ich sehe zwar gerade, die Aufgabe ist zwar nicht die gewesen, die wir hier unten hatten, aber zumindest haben wir hier unten vor allen Dingen einen Erfolg bekommen. Haha. Halten Sie weit! Mann! Ich reagiere mal nicht so schnell, leider. Gut, hier oben drauf haben wir ja. Okay. Das war der Kellerraum von diesem Gebäude. Und dann soll es hier noch... Und dann geht es hier noch in die Katakomben oder in die Tunnel. Wo ist die Tür wieder zu? Was soll denn das? Mach dir meine Tür auf. Danke. Dann geht es hier noch in irgendwelche Tunnels. Da bin ich ehrlich, muss ich mir das Video nochmal angucken schnell. Weil ich habe den Weg schon wieder vergessen. Weil Esna ist doch sehr groß und in Marianopel, sag mal, da ich das mal so oft schon lang gelaufen ist, findet man sich ein bisschen zurecht. Hier momentan noch gar nicht. Also Respekt immer an unseren Charakterbären, wie er immer weiß, wo alles ist. Und ich weiß, man muss hier irgendwo runterlaufen. Hier waren wir schon gewesen. Mal gucken, ob ich es so hinbekomme. Nein. So. Hier war der Hafen. Hier sind wir ja schon runtergegangen. Und irgendwie waren da irgendwelche Baustellen. Handwerker vor unfreien Distrikt. Ich glaube, wir müssen nach hier unten.
gut. Gehen wir doch mal nach da unten. Nach die dort unten gehen wir mal jetzt. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wir können aber eine Runde fliegen, ne? Geht da nichts über einen kleinen runden Flug? Unter deren Emporen. Ob das klappt, ob das klappt, ob das klappt. Das klappt natürlich nicht. War mir klar gewesen. Oh Mann. Weil seit wann klappt denn mal was bei mir? Ha! Ich glaube, das war der Eingang. Hier geht's runter, aber wenn ich hier runterpolter, bin ich glaube ich tot. Hier gab es noch einen Eingang mit Leitern, glaube ich. Oder? Wir können ja mal runtergehen, mal fliegen. Utsch! Das ist aber. Noch einmal runter, ich bin tot. Halt, da brauchen wir erstmal ein bisschen hier. Hä? Nahrung, Nahrung. Machen wir hier ein bisschen Suppe. Hat ihr richtig genommen gehabt? Stellt Maler wieder her. Quatsch. Was mag ich denn da? Muss da was essen. Das sieht schon besser aus. Blub. Hab doch gar keinen Blub gemacht. Wir können ja mal gucken, ob wir dann gleichzeitig noch unseren. Ein Fallschirm wäre nicht verkehrt, oder? Hi, Bohne. Also, ist aber. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Fallschirm gibt. Aber wir sind in die Katakomben angekommen. Juhu! Ja, links oder rechts? Haben wir eine Karte? Untergrundskarte? Haben wir nicht. Kanalbanditen. Da ist nichts von irgendwelchen Kannibalen. Wir gehen mal erstmal Richtung nach oben. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Es wird immer hell und heller. Ich glaube, hier kommen wir auch dahin, wo man hätte. Ja, da sind die Leitern. Hier hätte man auch wahrscheinlich von da oben reinkommen können. Da runterlaufen. Mit der Leiter kommt man wieder hier hoch. Wir lassen es erstmal. Wir machen erstmal jetzt hier unten weiter. Aber er sagte ja auch, man kann sich hier unten drin verlaufen. Ich hoffe, wir finden uns so halbwegs zurecht. Okay, das meint er damit. Scheibenkleister. Wo geht's denn hier lang? Wir werden mal geradeaus bleiben. Geradezu bleiben. Na, warte nur. Giftiger Schleim. Ja, die sind aber. Wenn wir ihnen nichts tun, tun sie uns auch nichts. Das ist schon mal gut. Platsch, platsch. Gehen wir hier Runde rum. Okay. Das ist, dachte ich, voller Freude. Hier links geht der Gang weiter. Geht er nicht. Jetzt geht es da weiter und da weiter. Hier geht's raus. Wir gucken mal kurz, wo wir da hinkommen. Ah, das ist diese Baustelle hier. In diesem unfreien Distrikt. Gut. Hier ist er, glaube ich, auch reingekommen. So. Jetzt zum Thema Orientierung. Du hast vollkommen recht. Und ich habe eigentlich eine relativ schlechte Orientierung, muss ich sagen. Was mir jetzt hier bestimmt nicht weiterhilft. Sowas ähnliches hatten wir schon mal. Wo kann man hier hochgehen? Oh. Eine schräge Leiter. Auch gut. Wer hat denn mal so weit irgendwie programmiert? Jetzt sind da auch, da muss der Programmierer in irgendeiner schlaflosen Nacht mal gesagt haben, ist das? Hab grad schlechte Laune. Ich programmiere mal hier so einen ganzen Katakomben. Jetzt sind wir wieder oben. Oh Gott, das ist ja wirklich. Waren wir jetzt hier schon mal gewesen, oder? Hier kann man sogar schwimmen. Kann man hier sogar tauchen?
Oh, mal nicht so weit. Nicht, dass wir hier nichts... Tauchen können wir hier, aber... Hilft uns anscheinend nicht weiter. Hm. Ja, ich weiß momentan nicht... Was ist denn das hier? Gibt es hier sogar Läden? Ist ja Wahnsinn. Hier kann man wieder tauchen anscheinend. Aha. Hier kann man da durchtauchen. Aber wir sollten bei unserem Atem nicht, Wo sind wir denn nur? Wo Visierungsbefehl? Nein. Oh, komm doch mal hoch. Ja, da, komm doch mal hoch da. Okay. Also irgendwie bin ich jetzt gerade etwas verdattert. Die kamen da zwar irgendwo raus, aber zum Glück sind wir nicht umgekommen. Muss ja nicht schwimmen, kannst du ja rausgehen. Gut. Damit die Lichter kommen auch ab und zu mal etwas verzögert, aber. Was haben wir hier? Licht ausschalten, ne? Nee. Ich dachte, hier kommt was Besonderes oder sonst dergleichen, aber. Das sind Höhlengänge. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut, weiß jetzt auch nicht ganz genau, ob ich hier jetzt noch was finde oder. Achso, wegen der Aufgaben. Stimmt ja. Wo sind wir hier lang? Achso, Licht an, ausschalten. Brauchen wir nicht. Hier geht's dahin. Hier geht's nirgendwo hin. Könnte eine Tür sein. Was nur? Ah, hier geht's um die Ecke. Na, diesen Eingang, den muss man mal finden. Heilige Bruder. Hier haben wir die ganzen Unfreien. Oh Gott, wie soll man denn zu diesem Eingang kommen? Das kann ja bis der absolute Zufall sein. Ansonsten kommt man hier auch gar nicht ran. Das ist ja Wahnsinn. Wieder Licht ausschalten? Naja, wie üblich. Gut, aber da wir, wie gesagt, ja momentan noch auf Entdeckungstour in den Katakomben sind. Das ist scheiße, alles. Nicht nur, dass Esna oberhalb sehr verwirrend ist, für mich, sondern auch noch unterhalb. Was ist denn da noch? Was kann ich noch machen? Stell eine Fackel her. Stell ich mal eine her. Fackel erworben. Gut. Ist vielleicht gar nicht mehr verkehrt. Wenn man noch eine herstellt, kriegt man noch eine zweite. Achso. Mehr als einen geht nicht. Gut. Ja, auch wenn der Teil mal ein bisschen, was heißt länger? Ich will nicht sagen, dass er länger wird. Ach, da können hier die Sachen sein, wo ich hochgekommen bin. Ja, da musst du wahrscheinlich schon sehr genau treffen. Auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen langwierig erscheint. Ich versuche ja für euch was rauszubekommen. Was aber irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht funktioniert. So, ich schwimme mal wieder, wa? Wo geht's denn hier lang? Also sollte ich irgendwann sterben? Ah, jetzt kommen wir... Hier waren wir doch schon, oder? Stimmt, das war doch hier, wo wir hier zwischendurch gewesen sind. Ja, trotzdem habe ich die Orientierung bestimmt nicht. Also, um Gottes Willen.
Also ich weiß, dass wenn wir hier wahrscheinlich hochsteigen, werden wir wieder rauskommen. Ich würde aber gerne mal gucken, ob ich hier diese Zeichen... Muss ich wahrscheinlich aber hier lang gehen, oder? Halt! Nein! Was mache ich denn jetzt hier? Hopp! Was haben wir von hier? Also ist doch sehr verwirrend hier. Hopf, hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Nein! Gott! Wie ist das Spiel damals? Donkey Kong? Hüpf, hüpf und fallen. Sonst gibt's da ja nicht. Ist ja unglaublich. Ja. Müssen wir anscheinend doch etwas langsamer laufen. Hallo. Kanalbanditen und so weiter. Und noch ein Schleim. Wir werden mal versuchen, hier diese Ausrufezeichen anzupeilen. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass uns das gerade nicht gelingen wird. Die Richtung stimmt schon mal. Aber wenn wir die ganze Zeit nach oben laufen... Was ist das denn da hinten? Achso, eine Lampe. Eine Lampe. Nein, ist auch verkehrt. Manu! Geh ins Licht. Hier geht's auch noch lang. Ich geh mal erstmal ins Licht. Abbremsen bitte. Oh! Geheime Anlegestelle. Also Klippenspringer wollte ich nicht werden. Obwohl, das sieht schon faszinierend aus, oder? Hat was. geheime Anlegestelle, also dreist, wenn wir mit dem Schiff hier mal vorbeifahren. Wir können irgendwo anlegen. Da hinten haben wir ein bisschen Sand, eine kleine Bucht. Das war's aber. Gut. Also, dafür haben wir jetzt hier noch eine Aufgabe dazu bekommen, oder was? Und jetzt ist er wieder weg. Gut, da hätten wir uns auch noch was. Nehmen wir mal hier diese Abzweig. Also sollte einer ausschalten, weil ihm der Untergrund von Esna langweilig ist. Verstehe ich das voll. Fällt mir gerade ein, ich habe noch gar keinen Schluck Kaffee getrunken. Ich mache mal eine kurze Pause. Auch wenn ihr für euch heißt, ihr habt nichts. Aber mittlerweile kriegt ihr hier Durst. Wo bin ich denn hier? Noch ein Erfolg. Kann man rausgucken. Über die Weiten der Meere. Hallo. Wollte gerade sagen, den Baum müsste man auch noch fällen können. Der wäre noch perfekt. Hier unten haben wir den Hafen, wo wir die beiden Aufgaben noch bekommen haben. Und die Anlegestelle. Ob man da oben raufkommt? Wir können es ja mal später mal probieren. Gut. Das zum Thema der nächste Erfolg. Was aber nicht dabei dazu beiträgt. Wie sieht's aus mit der Suppe hier? Stellt Mana wieder her, habe ich gesehen. Oder hätte ich mir sagen lassen. Diese Mana-Wiederherstellungssache war wunderbar gewesen. Obwohl, ihr stellt nicht so viel her. Wo ich die erste Handelsquest gegangen bin. Und alles zu Fuß. Da braucht man sehr, sehr viel Mana. Wenn man erstmal eine Stunde lang quer durch Nuya läuft. Das ist gleich Ende mein Mana. Gut, dann müssen wir jetzt normal weiterlaufen. Wir können natürlich auch hier durchreiten, aber... weiß ich, ob ich wieder irgendwann schwimmen muss, wie auch immer. So, war das auch so ein Mana-Trank? Oder war der Gesundheit? Heiltrank. Hm.
Da waren sie gewesen, die Niederfarbenen waren die gewesen. Na gut. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir doch mal. Nein! Mein Gott! Ja, die Leiter wird nach oben gehen. Gehen wir mal hier weiter. Vielleicht kommen wir hier irgendwo ein bisschen nach links. Oh, was ist das? Noch ein Erfolg. Meine Fresse, also wir haben ja hier Löwenkopf. Okay, was können wir machen? Beutel des Entdeckers aufheben. Haha! Ach, da ist der Löwenkopf. Flock, flock, flock. Gut, okay. Also man hat hier doch schon so einiges zu tun, muss man sagen. Ah, hier müssen wir wieder schwimmen. Schwimmen wir doch mal eine Runde. Nicht in den Schlüpper gucken, Mensch. Was ist denn? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Ach, da oben. Nee, die Taste. Komm, zieh dich raus. Sehr gut. So, sehr schön, hier sind wir willkommen. Da lang. Was ist da hinter? Wir gucken mal nach links und rechts. Hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Ist ja nicht so, dass wir woanders nicht auch schon mal Wasser hatten. Ja, hier ist Wasser. Könnte sogar sein, dass wir hier gekommen sind, war? Da ist ein Loch mehr in der Decke. Also die Chance besteht. Hüpf! Ha! Was für ein Sprung! Hier ist nichts in der Decke. Da geht's nach unten. Kann es sein, dass wir hier schon gewesen sind mit diesem... Ja, hier waren wir schon gewesen. Also langsam fangen wir an uns... Na, zu orientieren ist das verkehrte Wort, aber... Zumindest, dass wir... in Ecken kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und wenden. Ich glaube, diese Ausrufezeichen, wie gesagt, die werden wahrscheinlich oberhalb sein. Und was unser Erklärbär schon sagte, wir werden wahrscheinlich auch diese Eventaufgaben sein, die momentan gar nicht zur Verfügung stehen. Hier waren wir auch gewesen. Hier sind wir unter durchgetaucht. So, jetzt hier nochmal rechts und wenn wir gar nichts finden, dann ist auch vorbei. Hier ist noch was. Auch so ein Löwenkopf? Hier waren wir zwar noch nicht, hier kann ich aber auch nichts machen. Ist hier viel Wasser. Hier ist aber viel Wasser. Wir können ja aber ganz artig und ordentlich runterlaufen. Und sind denn Wasser drin? Momentan sehe ich hier noch nichts. Gehen wir ruhig hoch nochmal. Einmal Luft holen. Und dann geht es runter. Tauchen wir mal zum Boden. Aber hier ist auch nichts. Rundherum geguckt, sind diese komischen Stufen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar zu einer gewissen Zeit dieser Silo hier ohne Wasser ist. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt geht's wieder nach oben. Gut. Also ja, wir kommen an diese Aufgaben nicht ran. Da können wir machen, was wir wollen. Soll ich hier nochmal unten durchtauchen, oder? Ach, hier ist die Suche zur anderen Seite, von daher. Okay. Dann würde ich sagen, beschließen wir mal diese Folge. Sprich, wir werden jetzt versuchen, mal einen Ausgang zu finden. Das heißt, wer keine Lust mehr hat, kann gerne abschalten. Wie Peter lustig mal so schön sagte.
Aber ich lasse mal noch weiterlaufen, die Aufnahme, bis ich hier irgendwo einen Ausgang gefunden habe. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Vielleicht sogar mit weiteren Tipps von unserem Erklärbär. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann. Tschüss. Hier sind wir übrigens wieder. Gut, hier kennen wir uns ja schon aus. Oder auch nicht. Oder auch da. Hier ist der Ausgang. Ich setze mich mal hin. Nicht Licht anmachen, ich wollte mich hinsetzen. Ich kann mich hier nicht hinsetzen. Ich kann mich nicht ausruhen. Das ist nicht nett. Geht's denn hier hin? Eine Tür, aber die können wir nicht aufmachen. Schade. Das wäre noch ein heißes Ding. Hier noch eine kleine Geheimtür. Das finden da wirklich bloß noch Leute, die die Stadt in- und auswendig kennen. Hüpf und hüpf und hüpf. Okay. Wie gesagt, Quatsch schon wieder länger als wie ich wollte. Aber ich hoffe, es interessiert einige. Und vielleicht ziehen noch einige ihren Nutzen daraus. Von daher würde ich sagen, hier gehen wir noch rein. Hilft uns aber auch nicht weiter. Schublade geöffnet, wunderbar. Können wir es rausnehmen? Nur Licht ausmachen. Schade eigentlich. Interaktion wäre schöner. Okay, liebe Freunde. Das war unklar. Ah, von hier oben sieht auch gut aus. Okay, bis dann. Tschüss.